Hallo Jäger, heute bin ich auf der Schießbahn beim Bunsi in Namibia. Hier habe ich die perfekten Bedingungen, Gewehre, Munition zu testen, nach Belieben. Ich kann probieren, ich kann machen, jede Entfernung hier schießen, die ich will. Und ich möchte heute mal, wie ich das so üblicherweise mit einem Gewehr mache, wenn ich das neu habe und auch ausprobieren möchte, wie gut die Präzision ist. Ich möchte heute mal mit der Impact LA Evolution, das ist die französische von Vernet-Caron, die Drückjagdwaffe, schauen, wie präzise kann ich damit auch auf Entfernung schießen. Einfach mal zu sehen, was kann dieses Gewehr, was kann dieses System, was kann dieser Lauf. Und ich habe ja für die Drückjagd auch die bleifreie Munition hier von Hornady, das ist diese ETX-Munition. Und das Gewehr ist auf 100 Meter eingeschossen, also sprich 100 Meter mit Hochschuss, 4 cm. Und ich mache jetzt mal einen Schuss auf den Gong auf 200 Meter. Und dann werde ich auch hier über das Handy und die Strelok-App wieder die entsprechenden Korrekturen hier berechnen und im Zielfernrohr eingeben. Aber ich denke mal, dass der Schuss, wenn ich jetzt hier Fleck halte, auf 200 Meter eigentlich passen müsste. Vielleicht muss ich ein bisschen, muss mal gucken, ob 200 Meter, wie weit die fällt jetzt. Aber da kann eigentlich nicht viel passieren. Und ja, ich würde sagen, ich mache mal den ersten Schuss und probiere mal, ob der auf dem Gong liegt. Und dann werde ich mich so langsam vortasten. Und mein Ziel sind immer, oder wie immer, die berühmt-berüchtigten 810 Meter. Also das wäre so mein Wunsch, dass ich die heute irgendwie knacke, auch mit der bleifreien Munition. Ja, ich würde sagen, ich lege los und lass mal den ersten Schuss raus. So, das war schon mal gut, das war ein Treffer und ja, so habe ich das eigentlich auch erwartet. Ich schieße hier mit einem Sechsfachglas, also ich habe die höchste Vergrößerung ist Sechsfach, das ist das Drückjagdglas von DD Optics, 1 bis 6-fach. Mehr steht mir halt nicht zur Verfügung und ja, damit werde ich auch jetzt hier die entsprechenden Entfernungen durchschießen. Ich versuche das mal. Ich glaube, der Schuss, der liegt auch, ja, ich kann ihn jetzt hier noch nicht mal genau durchsehen. Ich glaube, in der Höhe gut, ein bisschen rechts könnte sein. Aber das muss ich mir noch mal auf der Kamera, auf der Aufnahme später anschauen. Okay, nächste Entfernung, 300 Meter. Das sind 1,1 MRAD mit der bleifrei. Die fällt natürlich irgendwann relativ stark. Also muss ich hier korrigieren auf, nochmal einen hoch und noch einen dazu. 1,1 MRAD müsste in der Höhe passen für 300 Meter. Probieren wir es mal. Das heißt, müsste passen. Das sind theoretische. Ich werde das jetzt natürlich hier mit dem Lauf und der Munition, da sind ja die ganzen Daten, die auf der Theorie basieren, sage ich mal. Das muss man halt immer ausprobieren und deswegen habe ich aber einen Anhaltspunkt und ich gucke jetzt mal, wo der Schuss liegt. Sauber. Ast rein. 300 Meter direkt getroffen. Das ist schon mal gut. Okay, 400 Meter. Mit dem Sechsfachglas. Schon ordentlich. Schon sportlich. Dann nehmen wir 500 Meter. Das war mein Schießtest mit dem neuen Drückjagdgewehr, mit der Impact LA Evolution von Vernet-Caron.
Und ich habe jetzt die Entfernung 100 Meter, 200 Meter bis 810 Meter hochgeschossen. Die 700 Meter habe ich ausgelassen, weil ich musste ein bisschen Munition sparen. Und ja, also was soll ich sagen? Ich wollte wissen, wie präzise kann man auch wirklich mit diesem Gewehr schießen? Und ich sag mal, mehr geht nicht. Ich habe hier heute mit einem Drückjagdglas geschossen auf 810 Meter. 1 bis 6-fach, höchste Vergrößerung 6-fach. Und mit einer Hornady-Munition. Also das hat perfekt funktioniert. Also hier war jeder Schuss ein Treffer. Selbst die 810 Meter habe ich 2 Treffer gesetzt. Also man kann das auch wiederholen. Ich habe hier Bergara-Sachen an. Das ist auch gar nicht so verkehrt, denn diese Waffe hat einen Lauf, der von Bergara stammt. Und Bergara ist ja bekannt für höchste Präzision bei Läufen. Und ja, ich würde sagen, die Impact LA Evolution hat den Test bestanden. Und ja, also man kann da im Grunde nicht nur Drückjagd mitmachen, sondern auch alle Jagdarten, selbst Long-Range-Shooting regelrecht. Ich glaube, das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen für eine Drückjagdwaffe. Also mehr Präzision ist im Grunde gar nicht möglich. Ich mache mir vielleicht noch den Spaß in den nächsten Tagen und schieße nochmal ganz große Entfernung, auch hier mit dem 6-fach-Glas. Ich denke mal so 1000 Meter und vielleicht gucke ich einfach nochmal, was nach oben möglich ist. Aber 810 Meter, höchste Präzision, die Impact LA Evolution von Wernicke Roth.